Hallo liebe Technikfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es mal nicht um Tesla, heute geht es wieder um Eltenic. Und ihr wisst ja, Eltenic, die machen gute Mittelklasse-Staubsauger, egal ob Handstaubsauger, Akkustaubsauger oder eben jetzt neuerdings auch Staubsaugerroboter. Da haben sie mittlerweile ein ganz schön großes Portfolio. Das hier ist der T10 Elite. Kostet 400 Euro. Es gibt aber einen Rabatt, weil ich alles hier unten einblende. Da bekommt ihr nochmal einen deutlichen Gutschein, einen deutlichen Rabatt dazu. Aber dazu später mehr in dem Video hier. Ja, dem ich würde mal auspacken und mal vorstellen. Es gibt genau zwei Varianten von der T10-Serie. Einmal den T10 Elite, einmal den T10 Pro. Das ist der T10 Elite. Das ist der günstigste Staubsaugerroboter. Aber, und das ist die Besonderheit, der hat eine Absaugstation. Ich habe ja schon einen Staubsauger hier. Und das ist der Roborock. Glaube ich S8 oder so. Natürlich keine Absaugstation und ich muss jede Woche einmal den Staubsaugerbehälter wechseln. Hier wird versprochen, dass der bis zu 45 Tage hält. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, ich würde sagen, in diesem Video packen wir mal aus, gucken wir mal, wie das Zubehör aussieht, wie sieht der Roboter überhaupt so aus, was hat er für eine Bürste, ist ja wichtig, wie gut kommt er klar mit Haaren und so weiter, ja. Kann er auch auf dem Teppich saugen. Das gucken wir uns alles mal an und dann werden wir vielleicht mal so einen ersten Testdurchlauf mal ausprobieren. Ja, wenn euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich nach dem Intro. Viel Spaß. Ja, und immer fangen wir an, mit meinem großen Unboxing-Messer mal den Karton hier aufzuschneiden. Ja, und da werde ich wohl doch aufstehen müssen, um hier mal zu schauen. Ich hoffe, die Kamera fängt das ein bisschen ein, aber das sieht ganz gut aus. Ja, so ist er quasi verpackt in einem ordentlichen Pappkarton und ihr seht schon, so sieht es aus. Eltenic steht gleich hier vorne drauf und ihr könnt ihn quasi hier an dem Griff rausnehmen. Das machen wir mal. Oh, und das ist ganz schön schwer. Ja, es muss sich doch zur Seite gehen, weil das Teil doch ganz schön schwer ist und ganz schön hoch ist. Ja, und das ist der eigentliche Karton. Schauen wir mal kurz drauf. Ihr seht doch schon, das ist echt das Coole. Es ist eine Absaugstation. Das heißt, ihr habt natürlich auch wieder einen Staubbeutel drin. Aber der hält, glaube ich, so, wie ich schon sagte, 45 Tage. Und damit müsst ihr nicht wöchentlich den Behälter leeren. Ja, was haben wir hier vorne draufstehen? Also als erstes haben wir hier Laser-Planning. Das heißt, ihr habt hier Laser-Navigation, LiDAR-Navigation, eine ganz fortschrittliche Geschichte. Dann natürlich könnt ihr mehrere Karten hinterlegen. Wenn ihr mehrere Etagen habt, könnt ihr mehrere Karten hinterlegen. Der hat eine Saugkraft von 2600 Pascal, was, denke ich mal, ganz ordentlich ist. Müsste ausreichen, um den Boden einigermaßen sauber zu bekommen. Ihr könnt hier ein paar App natürlich steuern. Ja, ihr habt eine Automatik, quasi wenn der Staubbehälter voll ist, zeigt euch das an, Staubbehälter ist voll. Ja, und ihr habt natürlich 2-in-1, das heißt, ihr habt auch einen Wassertank in dem Gerät, damit der kann auch wischen, nicht nur saugen. Aber wischen, sage ich gleich, der hat dann bloß 2 Pads hinten dran, wo er dann die über den Boden zieht quasi, also keine drehbaren Pads oder sowas. Das ist der Unterschied zu dem T10 Pro, der hat drehbare Wischpads, was besser ist. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass es natürlich ein viel günstigerer Preis ist. Und ich finde schon mal eine unheimliche Weiterentwicklung, dass er eine Absaugstation hat. Ja, so sieht der Karton aus. Was haben wir hier drauf stehen? Natürlich ganz klar, Made in China, wo sonst, ja. Hier haben wir nochmal das Gleiche drauf stehen. Und hier haben wir nochmal, ja, nochmal nur 925 Watt Input Power Rating steht hier. Und ihr habt auch 220 Volt, natürlich ganz klar. Ja, würde ich sagen, guckt mal jetzt mal rein, machen den mal auf. Ja, ich nochmal mein Messer brauchen, oder? Ja, und ihr habt doch schon einen Quick-Start-Guide, finde ich auch ganz gut. Da wird schon mal einiges erklärt, gucken wir uns gleich nochmal an. Natürlich in Englisch, aber der soll auch ein deutsches Handbuch haben. Da sind wir auch schon beim Handbuch, so sieht es aus. Hier haben wir nochmal eine, wahrscheinlich kann man dann hier die App runterladen und einscannen. Ihr habt übrigens auch hier Kundenservice, ja, ihr habt 2 Jahre Garantie drauf. Ja, und wir haben in Deutsch, da kann man es auch erkennen, wir haben auch die Beschreibung in Deutsch. Hier haben wir sie. Hier wird alles erklärt, wie eine Karte erstellt wird und so weiter. Wie man die Wischpads auswechselt, ist halt nichts Neues. Ja, ihr habt so einen Tank, sieht, glaube ich, aus wie beim Roborock. Ihr könnt die Bürste natürlich reinigen und sauber machen. Ja, und hier wird nochmal erklärt, wie die Ladestation gereinigt wird und sonstige Teile. Ja, Geräte, Bedienung und so weiter. Finde ich echt cool. Endlich mal ein richtiges, ordentliches Handbuch. Ja, da hat man auch was in der Hand, ist schon nicht schlecht. Ja, und dann sind wir auch schon, denke ich mal, hier beim ersten Wischpad. Ja, in schwarz gehalten. Und wir haben 2 Wischpads, weil ja, glaube ich, auch eins zum Wechseln. Während das eine trocknet, könnt ihr das zweite benutzen.
was haben wir hier? Ach ja, das finde ich auch ganz cool. Ihr habt eine Fernbedienung und die sieht ja fast genauso aus wie von Apple TV. Ja? Also ihr könnt das quasi auch, das finde ich auch ganz krass, ihr könnt das auch online benutzen. Also nicht online, ohne Internetverbindung könnt ihr den auch benutzen. Also ihr müsst nicht zwingend eine Internetverbindung haben. Dann haben wir hier noch was drin, natürlich die Reinigungsbürste für die Drehbürste, ja, mit nochmal hier so einer kleinen Rasierklinge, wo man so Haare und sowas rausschneiden kann. Ja, dann schauen wir mal hier rein. Ist noch was reingefallen? Was haben wir hier? Ach ja, das ist natürlich auch ganz klar. Ja, ihr braucht da Staubsaugerbeutel und ja, Ultenic hat einen mit reingepackt. Schade, früher gab es mal 3 Stück oder so, diesmal ist es nur einer, aber ja, es ist dann eben so. Vielleicht noch einer hier in der Absaugstation, werden wir uns gleich mal angucken. So, dann würde ich sagen, ist das hier die Absaugstation, haben wir die mal, oder erstmal den Rotter rausnehmen, genau, Gärtrum hingelegt. Dann haben wir noch so ein paar Kleinteile, die gucken wir uns auch gleich an. Und wir dürften hier haben, ja, hier haben wir diese Absaugstation und wir haben sogar, schaut mal, so ist das verpackt, finde ich auch ganz cool. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich schiebe das mal ein Stück rüber, wird ein bisschen eng. Ja? Ich glaube, die Kamera fängt ein. Ja? Ihr habt hier nochmal so schön verpackt 2 Bürsten. Ja, und ich vermute mal, dass das eine Ersatzbürste ist, weil, jetzt fällt mir alles runter, weil der hat auch, glaube ich, nur eine Bürste an einer Seite. Ja. Wir machen erstmal noch die kleinen Details auf. Also wir haben noch einen Filter, sehe ich gerade. Ich würde sagen, ist dann so ein Art HEPA-Filter, habt ihr einmal. Ihr habt, wie gesagt, die 2 Bürsten. Ihr habt einmal die Batterien für die Fernbedienung dabei, finde ich auch ganz cool. Die werden wir gleich mal reinmachen. Könnt mich gar nicht mehr sehen. Und das war's schon. Da muss man echt aufpassen, dass man das nicht, ihr könnt das mal sehen, man aufpassen, dass man das nicht verwechselt. Mit der Fernbedienung für Apple TV, man drückt und am Fernseher passiert nichts. Ja, also ich packe mal die ganzen Tüten wieder weg, dass wir mal ein bisschen Übersicht haben. Ja, also wir haben die Fernbedienung, wir haben einmal Filtertüten, wir haben 2 Bürsten, die quasi den Dreck so einsammeln, sich drehen. Wir haben nochmal so einen kleinen HEPA-Filter, wir haben eine Reinigungsbürste und wir haben natürlich 2 so eine Pads. Und das, denke ich mal, dürfte gleich mit... Nö, das ist nicht der Tank. Da wird der Tank extra im Saugroboter sein. Gucken wir es auch gleich mal an. Ja, das haben wir quasi auch noch. Und wir haben ein dickes Handbuch und... Ein Quickstart-Guide. Ja, und jetzt schauen wir uns mal erst die Absaugstation an. Ich finde das cool, dass alles in Schwarz ist, auch wenn durch Schwarz man den Dreck eher sieht als auf Weiß. Ja, was nochmal das Besondere an diesem T10 Pro ist ja, hier habt ihr, wie gesagt, nur eine Absaugstation für den Staub. Und der T10 Pro hat das nochmal mit Wasser, da war dann quasi aus dem Wasserkanister quasi drin, da wird auch Wasser abgesaugt, das habt ihr hier nicht. Das heißt, hier liegt der Fokus eindeutig da auf Staubsaugen und nicht auf Wischen. Wir schauen gleich mal rein, ist dann hier überhaupt schon was drin? Ja, kannst du die Kamera sehen? Ja, die kann es sehen. Wir haben auch schon eine Filtertüte drin. Das heißt, das hier ist eine Ersatzfiltertüte. Man kann das dann quasi so wechseln. Ja? So nimmt man es raus, so sieht es drin aus. Jawohl, Kamera sieht alles, denke ich mir mal schon. Ja? Ja, also auch ganz einfach. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Gefällt mir schon mal sehr gut. Das ist ja wichtig, dass es schnell und einfach zu reinigen ist. Hier habt ihr das Kabel dran, ein ganz normaler Schuko-Stecker. Ist auch fest verbaut, kann man nicht abnehmen. Und ihr habt wahrscheinlich noch hier so einen kleinen Lautsprecher, kann man vielleicht sehen. Aber natürlich zum eigentlichen Highlight, nämlich zum eigentlichen Saugroboter. Ja, und da muss ich schon sagen, erstmal sieht er echt schick aus. Hm? Da hat so, also ist so richtig schön lackiert. Ich hoffe, die Kamera kann das ein bisschen einfangen. Hm? Der sieht doch richtig toll aus, oder? Also der sieht toll aus. Also finde ich wirklich schick. Wir haben hier den einen Ausschalter, wir haben eine Home-Taste und wir haben hier nochmal so 2 kleine Bippusse, dass da quasi im Karton nicht scheuert, finde ich auch nicht schlecht. Wir haben hier vorne dran, kann ich schon mal erkennen, wir haben hier die Sensoren, die dann quasi mit Strom versorgen in der Ladestation. Wir haben, wie ich schon sagte, genau, wir haben hier große Rollen. Wir haben hier die Bürste, die man wahrscheinlich auch ganz einfach wechseln kann, einfach rausnimmt, ja. Und das ist, sag ich mal, ist im Grunde die gleiche Bürste, wie ich beim Roborock habe, also keine so besondere Bürste, ja. Aber ihr habt einmal eben Borsten und ihr habt Gummi. Und da ist es auch genauso für Teppich wie für Hartböden, also eigentlich für alle Böden geeignet. Ja, dann habe ich gerade hier gesehen, es gibt noch einen kleinen Filter. Kann man den noch irgendwo wechseln? Geht da noch was auf? Geht eigentlich nichts mehr auf? Doch. Ja, ihr habt hier vorne den Wassertank, würde ich sagen. Genau, den kann man hier so befüllen, hier so ein Gummifroppen, da könnt ihr den Wasser reinmachen, das sieht doch relativ groß aus, sag ich mal. Genau, und da drin ist der kleine Filter,
Das sehe ich schon hier. Und ihr habt sogar hier so eine kleine Klappe, die öffnet und verschließt. Ja. Und dann kann man hier noch öffnen. Genau, und hier ist dieser kleine Filter drin, den man dann quasi wechseln kann. Hier ist auch nochmal beschrieben, wie man das genau macht, wie man das genau auffüllt. Gut. Ja, das ist im Grunde der Wassertank und den schiebt man hier vorne rein, ja, nicht hinten, sondern vorne. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Meistens kommt der Wassertank ja hinten ran. Wenn wir dann mal gucken, dann haben wir hier noch dieses Wischpad, ja, und das müsste man dann quasi hier hinten anbringen. Und da sehe ich schon, kann das die Kamera einfangen. Ihr habt hier so zwei Schienen, sag ich mal, und dann hier habt ihr die Gegenstücke dazu und dann schiebt ihr das einfach hier so rein. Ja, und das war es auch schon. Und es schneidet auch hier vorne bündig ab. Ja, kann man auch, glaube ich, ganz gut erkennen. Ja, und hier noch mal die beiden Sachen, um das wieder zu entfernen. Und ihr seht schon, auch das ist hier federn gelagert. Ja. Ja. Wir werden mal alles ausprobieren. Ich lasse den aber erstmal ab, weil, sag mal, wenn ihr nicht wischt, dann braucht ihr den auch nicht dran zu machen. Da wollte ich sagen, ich hole mal mein Handy und wir versuchen mal hier diese App zu installieren. Für alle, die nicht wissen, wie man so einen Roboter einrichtet, ihr habt ja den QR-Code für die App, dann kann man auch sehen, eben mit dem WLAN verbinden, im 2,4 GHz Band natürlich und dann geht alles automatisch, das machen wir. Ja, und bei App ist das gut, ihr nehmt einfach bloß eure Fotogeschichte, haltet die drüber hier und dann seht ihr auch schon Ultenic, da drückt ihr drauf und dann seid ihr auch schon da. Ja, also so sieht die App aus. Ja. Könnt ihr dann laden, ist schlecht bewertet, ja, warum aber nur 20 Bewertungen, natürlich noch fast nichts, ja. Das heißt, hier scheint es auch eine sehr jungfräuliche App zu geben. Wir installieren das mal, gucken wir uns mal an, was wir so für Funktionen haben. Und dann binden wir das Teil mal ins WLAN ein. Und hier ist im Grunde auch alles schon mal beschrieben, können wir ja schon mal gucken. Was ich noch vermisse, mir fehlt noch Supercharging-Station. Das ist dann quasi 1,2 Meter. Da müsst ihr quasi den Abstand halten, ja, wenn die Station an der Wand steht, nach rechts einen halben Meter, nach links und nach vorne 1,2 Meter Platz muss sein. Dann müsst ihr auch die Absaugstation richtig an die Wand schieben, ja, keinen Spalt lassen. Ja, und wenn er dann lädt, fährt er einfach rückwärts oder vorwärts ran. Ihr könnt auch Pause machen, ja, und ihr könnt auch nur zum Laden schicken und ihr habt dann nochmal die Fernbedienung dazu. Das heißt, ihr könnt mit dem Ring navigieren, rechts, links, hoch, runter, Start, Pause. Ihr könnt auch festlegen, okay, jetzt reinige, sauge nur. Ihr könnt leise Modus machen und ihr könnt auch die Saugstärke hier unterschiedlich. Ihr habt ja vier Saugstufen, das finde ich auch nicht schlecht. Ja, und ihr habt auch noch eine Max-Taste auf die Fernbedienung. Ist echt eine feine Sache. So, wir öffnen mal die App. Natürlich müssen wir alles erlauben, beim Verwenden der App erlauben. Mitteilung senden machen wir auch erlauben. App-Tracking, das machen wir mal nicht erlauben, das soll er nicht machen. Bluetooth verwenden, wollen wir natürlich erlauben und wir machen natürlich zustimmen. Ja, herzlich willkommen. Dann muss ich einloggen, ich werde mal ein Konto erstellen. Ach, man muss erst die Nutzungsbedingungen natürlich durchlesen und zustimmen. Okay, Nutzungsbedingungen, ja. Bla 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 bla. Wieder zurück und jetzt Bestätigungscode erhalten. Ist ja niedlich gemacht hier zum kleinen Hund. Ja, jetzt bekomme ich einen Code, einen Verifizierungscode. Um den Kundendienst zu erleichtern, wird empfohlen, Informationen zum Kaufkanal zu übermitteln. Also, welche Region habt ihr gekauft? Wir sind immer noch in Deutschland. Was gibt es hier? Mexiko, Kanada, German. Kaufplattform. Da mache ich mal, was mache ich hier? Mache ich mal Amazon. Und wir machen, wählen ein Gerät aus und das ist der T10. Ja, speichern. Ja, Gerät hinzufügen. Da werden wir das Gerät mal nehmen. Ach, hier haben wir es. T10 Elite ist das hier. Ja, und da ich natürlich mal wieder nicht richtig gelesen hatte, hat es nicht gleich funktioniert, weil ich hatte übersehen, dass beide Tasten zugleich gedrückt werden muss, um die Bluetooth-Verbindung quasi auszulösen, die Bluetooth-Suche, aber das werdet ihr gleich sehen. Ja, ich würde sagen, wir werden das Gerät jetzt mal anschließen. Also lag der Fehler eindeutig an mir. Ah, jetzt hat er sich gefunden. Es hatte gedauert. Also ihr seht das hier unten. Ultenic T10 Elite, das hat ja wirklich gedauert. Dann wollte man sagen, dass wir vielleicht mal hier mal starten und mal schauen, wie gut der hier wischt. Ich muss mal sehen, wo ich die Kamera einstelle, damit ihr das alles ordentlich seht. So, dann würde ich sagen, wir drücken auf Start.
Habt das gesehen? Das war der erste Test mit dem Staubsaugerroboter T10 Elite von Eltenic oder von Ultenic. Und ja, was sind so meine ersten Eindrücke? Vielleicht nochmal ganz wichtig, was sind nochmal so die Highlights an diesem Gerät? Ja, ihr habt im Grunde so ein bisschen 8 Highlights. Das heißt, ihr habt eine Leistung von 2600 Pascal. Ihr habt 160 Minuten Laufzeit, was völlig ausreicht. Ja, wie gesagt, mein alter Roboter, der hat so gebraucht für das Wohnzimmer, Korridor, Küche und Bad, ja, so 37 Minuten, also für so eine Wohnung. Und das ist insgesamt 80 Quadratmeter, habt ihr überhaupt gar keine Probleme. Ja, das sind ja 2,5 Stunden. Ja, dann habt ihr eine Absaugstation, das ist für mich das eigentliche Highlight. Und was ich auch schon gerade sehen durfte, der Staubsauger selber, der Roboter selber ist ziemlich leise. Also angenehm leise, leiser wie mein Roborock. Ich glaube, das ist der i7. Leiser wie mein Roborock, aber die Absaugstation, die pfeift natürlich ganz schön. Da wird der volle Bulle rausgesaugt. Also dieser auf jeden Fall laut. Ja, ich sag mal so, wenn die im Wohnzimmer steht, ist dann vielleicht nicht so eine praktische Geschichte. Ja, mal sehen, wo ich den positioniere. Mein alter stand da hier im Wohnzimmer. Ja, das solltet ihr natürlich wissen. Ja, der hat eine Wischfunktion, die habe ich jetzt nicht getestet. Für mich ist die auch nur eher rudimentär. Das ist ja das, was er nur hinterher zieht. Ist ja so, sage ich mal, die einfachste Variante vom Wischen des Bodens. Für mich steht das Saugen hier im Vordergrund. Ja, dann habt ihr eine Laser-Radar-Navigation. Die sah jetzt vom Korridor ganz gut aus. Ich fand auch, der war ziemlich schnell. Ziemlich zügig. Das erste Modell, was rückwärts an die Ladestation fährt, das hatte ich so auch noch nicht, um es abzusaugen. Und das finde ich eigentlich mega praktisch. Und ja, ich sag mal so, da saugt er immer, wenn ich nicht da bin. Ja? Also auch wenn da die Absaugstation sehr laut ist, juckt das keinen weiter. Ja, ja, dann haben wir 4 Reinigungsstufen. Gucken wir nochmal in die App gleich mal rein. Ja, und dann, wie ich schon sagte, ist mit Google Home, Alexa und Co. steuerbar. Das habe ich eigentlich noch nicht ausprobiert. So, wir werfen mal nochmal in die App einen Blick rein und schauen mal, wie weit er kartografiert hat. Ja, natürlich ist ganz wichtig, ihr habt auch in der App gesehen, beim ersten Start lasst alle Türen offen von allen Zimmern, dass er die gesamte Wohnung kartografieren kann. Und erst danach natürlich ja, könnt ihr dann einzelne Räume auswählen. Also ihr seht, das ist mein Korridor. Ja, was ganz interessant ist, er hat ja auch Raum 1, Raum 2. Ich gehe mal davon aus, man kann es auch zusammenfügen. Ja, denn das ist mein Korridor. Hier ist die Ladestation und ihr seht schon, wie er gesaugt hat. Und ich sage mal, ja, das ist alles ordentlich. Ja. Was haben wir hier noch für Funktionen? Ihr könnt der Karte einen Namen geben, ihr könnt die Karte auch drehen um 90 Grad. Ihr seht schon, das hier ist mein Schlafzimmer, da habe ich mich mal versteckt, damit er irgendwo saugt. Ja, was haben wir hier unten noch? Hier haben wir die Wischfunktion, da muss ich den Mophalter installieren. Wir haben hier nochmal die Zimmer. Ihr seht auch die Meldung, Autoladen ist erfolgt, auch das funktioniert gut. Wir können hier Zonen einrichten, ja, ihr könnt hier draufdrücken, könnt hier eine Sperrzone einrichten, könnt ihr auch in der Größe variieren, wie ihr wollt, und dann saugt er dort nicht, machen wir natürlich jetzt nicht. Ja, selektive Punkte, könnt ihr auch sagen, okay, sauge bitte nur hier oder sauge bitte nur hier, auch das könnt ihr machen. Ja, und dann habt ihr hier noch oben nochmal No-Go-Zonen festlegen, auch das könnt ihr machen. Partition, das könnte jetzt sein, ihr könnt sogar hier benutzen, definitiv Modus Reihenfolge könnt ihr aktivieren. Ja, ihr seht, das sind mehrere Karten, ja, das ist quasi Karte 2, das ist Karte 1, da sind keine No-Go-Zonen festgelegt und so. Ihr habt hier die Kartenverwaltung speichern in der Cloud oder auch nicht, auch das seht ihr natürlich. Ihr könnt hier die Karten aussuchen, bitte wendet ihr diese Karte an und nicht eine andere, auch das könnt ihr machen. Ich mache mal Partition. Ach ja, Sie können Bereiche oder Räume je nach Wohnungsgrundriss zusammenlegen oder unterteilen, okay. Sie können jeden Raum einen Namen geben, deren persönlichen Bedürfnissen entspricht, auch klar. Und man kann auch einen Reinigungsmodi wählen, ja, also verschiedene Räume, verschieden stark saugen und so weiter. Ja, da sieht man schon, das ist jetzt Raum 1, das ist Raum 2. Und jetzt ist die große Frage, ich kann ja kombinieren, ich kann splitten, nutze den Modus, benutze Reihenfolge, Partitionsname zurück. Ich mache mal kombinieren und dann mache ich quasi bestätigen. Bitte wählen Sie, okay, dann muss ich das wählen und das wählen. Seht ihr, das wird dann dunkel und hell. Mache bestätigen. Ja, und damit ist das ein Raum. Ja. Wenn der benutzerdefinierte Modus nicht eingestellt ist, rennt das Gerät im automatischen Modus. Bitte klicken Sie auf die Zone, um den Wasserdurchfluss und die Saugleistung einzustellen. Also ihr könnt genauso einstellen Wasserfluss, also wie stark dieser Mob befeuchtet wird und die Saugleistung. Ja. Also gar nicht saugen, ein bisschen saugen, ein bisschen stärker saugen, maximal saugen. Und ihr habt ja noch 2 Reinigungszyklen. Ich sag mal so, damit ist alles soweit erklärt. Was ich echt cool finde, ist, dass hier alles in Deutsch ist. Auf der Karte ist ebenfalls alles in Deutsch. Ja, wie gesagt, ich habe es nur mal zu Testzwecken nur den Korridor saugen lassen, nicht meine gesamte Wohnung. Ja,
Ist doch eine feine Sache. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Preis. Ich werde jetzt, wie gesagt, mal das Ding erstmal ausprobieren, eine Weile laufen lassen. Das wird jetzt mein Hauptsaugroboter. Und mein Alter, ja, da geht woanders hin, mal sehen wohin. Und dann werden wir mal schauen. Und dann kann ich mal in dem zweiten Video später mal so ein, zwei Monate ins Land gehen lassen, kann ich davon berichten, wie das so aussieht, wie das funktioniert hat, wie zufrieden ich bin. Ja, wenn euer Interesse quasi geweckt worden ist und ihr sagt, ja, ich will mir das Teil mal bestellen, dann gibt es jetzt eine absolut coole Geschichte. Und zwar bis zum 5.01.2024 kriegt ihr noch einmal 60 Euro einen Coupon. Ihr bekommt 15% Rabatt und einen 60 Euro Coupon. Ich werde das alles in meine Videobeschreibung unten einfügen. Auch den Link zu Amazon. Und dann zahlt ihr statt 399 Euro 279 Euro. Ich bekomme nichts dafür, wenn ihr was bestellt. Das ist kein Affiliate-Link, ganz wichtig. Ich mache das, mir hat, Ultenic diesen Sauger kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ich kann den auch behalten, kann den auch testen auf Herz und Nieren. Ich darf natürlich sagen, was ich will. Das finde ich besonders gut von Ultenic. Die machen gar keine Vorgaben. Ja. Die einzige Vorgabe, die sie machen, wäre schön, wenn das Video bis zum 28. online geht. Das wäre quasi morgen, dass ich mich zwischen den Vätern nochmal hinsetzen musste und musste nochmal das Video drehen. Habe ich quasi ein bisschen eilig gehabt. Aber das war auch das Einzige, das heißt, mit meinen Äußerungen bin ich völlig frei. Ja, wie gesagt, alles ging eigentlich einfach. Ja, auch die Einbindung ging einfach. Ganz wichtig, das geht nur um 2,4 GHz WLAN. Ich würde sagen, das war's mit dem Video zum Ultenic. Nochmal ablesen, T10 Elite. Ich fand, das Gerät macht einen ganz guten Eindruck. Ja, wie gesagt, wenn ihr einen relativ einfachen, günstigen Staubsauger-Roboter sucht, vielleicht nochmal, um erstmal in die Thematik reinzukommen, das mal zu probieren. Ich kann prinzipiell dazu werben. Ich finde das wirklich schön. Und klar, ihr kommt nicht in alle Ecke damit. Ihr müsst dann immer noch mit einem kleinen Staubsauger ab und zu mal ein bisschen nachhelfen. Ja, so eine Komplettreinigung ab und zu mal machen. Aber natürlich, ihr kommt nach Hause und ihr habt immer eine schöne Grundreinigung. Das ist wirklich schön. Oder wenn viele Leute am Tisch sitzen und alle krümeln, dann schickt ihr das Ding los und müsst euch um nichts kümmern und das war's, ja. Also das finde ich wirklich sehr schön. Ja, mal sehen, wie er sich im Wohnzimmer macht. Ich glaube, das ist 9,5 cm hoch. Wenn nicht, weiß noch mal einblenden. Also auch ziemlich niedrig. Bin aber gespannt, wie der unter meine Couch und so kommt. Da hat der Roborock ja schon Probleme gemacht, ja, an manchen Stellen. Ja, das war's mit dem Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Ich kann problemlos nachfragen bei Ultenic, wenn da irgendwelche Fragen bestehen und schicke euch eine Antwort zu. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn euch mein Video gefallen hat, wenn ihr einen Daumen nach oben klickt, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ja, und dann wollte ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.